Hi, ich bin Philipp. Es ist Digi Fernunterricht. Ich habe jetzt einige Wochen oder sogar Monate keine Videos mehr gemacht, weil so, man sagt ja, neue Normalität eingetreten ist. Das heißt, mein Unterricht findet wieder wie gewohnt im Schulzimmer statt und ich habe nicht mehr so viel mit Videokonferenzen und Lernen über Teams zu tun, dass mir ständig was einfallen würde. Und ich denke, die meisten haben ja jetzt auch gute Wege gefunden, wie sie mit diesen digitalen Lernformen umgehen. Trotzdem möchte ich noch etwas kurz kommentieren. Es ist ein kurzer Tweet, den ich abgesetzt habe. Er besteht eigentlich nur aus zwei Sätzen. Betreuung von Schule lösen und Unterricht von Präsenz lösen, dass das ein Schritt in die Zukunft wäre, um postdigitales Denken zu ermöglichen. Das möchte ich in aller Kürze erklären. Postdigitales Denken ist ein Denken, bei dem es nicht um die Frage geht, digitale Medien nutzen oder nicht nutzen, sondern diese Medien sind selbstverständlich im Hintergrund der Aktivitäten da, aber Schule stellt sich nicht die Frage, wie können wir ein WLAN installieren oder welche Geräte sollen wir kaufen, sondern stellt sich die Frage, wie sollen wir zusammenarbeiten, was sind gute Lernformen, das steht im Vordergrund und die Technik steht im Hintergrund. Jetzt, wenn wir Betreuung von Schule lösen, dann basiert das auf der Ansicht, dass Schule eigentlich zwei Funktionen hat, nämlich die Kinder sind tagsüber da, damit Eltern auch arbeiten können und die Schule stellt sicher, dass die sicher sind, die Kinder, dass es ihnen gut geht. Das ist die Betreuungsaufgabe. Also in dieser Zeit müssen sich die Eltern keinen Kopf machen, weil sie wissen, Kinder werden betreut. Die andere Seite ist, dass Schule mit Lernen zu tun hat, dass die Kinder lernen, sich entwickeln können, die notwendigen Kompetenzen erwerben, was auch alles jetzt dazugehört. Und diese beiden Dinge müssen nicht vernetzt sein. Also Lernaktivitäten werden in der Schule häufig so gestaltet, dass sie Betreuung ermöglichen. Also wenn ihr euch an die Schulsozialisation erster Klasse erinnert oder euch vorstellt, wie das bei Kindern heute abläuft, dann müssen die vieles lernen, was nicht direkt mit Lernen zu tun hat, sondern mit Betreuung. Also warum sind da 30 Kinder in einer Klasse, die gleichzeitig dasselbe tun, mehr oder weniger? Der Grund ist Betreuungsverhältnisse, weil es einfach zu viel kosten würde, kleinere Lerngruppen zu machen und nicht unbedingt Einsichten über Lernprozesse. Also niemand hat gesagt, ja, wir können gut lernen, wenn 30 andere Kinder dasselbe tun wie wir oder nicht ganz dasselbe tun oder wir alle zusammen in einem Raum sind. Entkoppelt man diese Dinge, dann können beide ganz spezifisch neu gedacht werden. Also man kann sich überlegen, wie muss ein Gebäude aussehen, in dem Kinder gut betreut werden können. Und vielleicht nicht unbedingt, wie muss ein Gebäude aussehen, in dem Kinder gut lernen können, weil diese Lernangebote auch ohne Gebäude, ohne Präsenz vielleicht überhaupt stattfinden können. Und wenn das mal gelöst wäre, also wenn wir sagen, wir haben professionelle Institutionen, die Kinder betreuen, Kinder betreuen, wenn die Eltern das möchten. Natürlich können Eltern Kinder auch selber betreuen. Ich würde sagen, dass auch Schulpflicht nicht grundsätzlich als eine Betreuungspflicht zu denken ist, sondern als eine Lernpflicht, eine Unterrichtspflicht. Dann kann man sich ja überlegen, ja, welche Formen von Betreuungen können vielleicht auch außerhalb diesen offiziellen Rahmen, wie kann das auch noch aussehen? Also Kinder können vielleicht auch in den Wald gehen oder einfach zu Hause bleiben oder was auch immer, wenn das dort sicher und kindesgerecht möglich ist. Das bedeutet für die Schule, dass sie sich ganz klar auf Lerneffekte fokussieren könnte und dass dann auch ganz neue Ideen und auch digitale Lernformen Einzug halten könnten, weil es nicht mehr grundsätzlich darum geht, eine Präsenz kindesgerecht zu gestalten, sondern es geht darum, Lernprozesse anzubieten, vielleicht auch längerfristige Lernprozesse. Sieht man bei Referendaren, die häufig lernen müssen, was mache ich jetzt 45 Minuten lang mit einer Klasse und nicht, was sollen Schülerinnen und Schüler lernen, weil sie denken, dass sie diese Präsenzzeit irgendwie füllen müssen. Das ist so der Fokus auch des Lehrerhandelns. Wenn sich Unterricht von dieser Präsenz lösen kann, dann könnte man sagen, ja, es gibt viele Möglichkeiten, einen Lernprozess zu gestalten. Es würde stärker individualisiert. Schülerinnen und Schüler würden auch mehr Verantwortung übernehmen, weil sie nicht kontrolliert werden müssen, weil es diese Command- und Control-Strukturen nicht mehr bräuchte fürs Lernen, weil das ganz stark auch mit der Präsenz zu tun hat.
Es könnten ganz neue Gebäudeformen, ganz neue Medienformen, ganz neue vielleicht auch Ausbildungsprofile. Also man kann dann plötzlich auch Lernprozesse begleiten, wenn man vielleicht nicht Classroom Management besonders gut kann, weil dieses Classroom Management ganz stark an die Präsenz und die Betreuungsaufgabe der Schule gekoppelt ist. Die Tendenz hier in Zürich ist sicher nicht die, dass Betreuung und Schule voneinander gelöst werden. Die Stadt Zürich hat ein sehr gutes Betreuungsangebot, das neben der Schule eigentlich aufgebaut worden ist und aus Gründen der Effizienz, aus Spargründen auch, werden jetzt diese Betreuungsaufgaben immer stärker an die Schulen übertragen, dass eigentlich die Lehrkräfte auch über Mittag Mittagessen mit den Kindern organisieren müssen und gar nicht mehr eigentlich sich ums Lernen der Kinder kümmern sollten. Und das würde ich jetzt aus einer pädagogischen, didaktischen Sicht eher kritisch sehen und denken, dass es die Schule eher zurückwirft, statt sie einen Schritt vorwärts zu bringen. Die kritischen Einwände, die es zu diesem Tweet auch gegeben hat, möchte ich nicht verschweigen, sondern in einem letzten Punkt darauf eingehen. Da wurde gesagt, Lehrkräfte sind eine ganz wichtige Bezugsperson für die Kinder. Und es ist im Alter, wenn Kinder in die Schule eintreten, schon schwierig, neben den Eltern überhaupt eine andere Bezugsperson ja zuzulassen, wahrzunehmen, zu respektieren. Wenn jetzt Betreuung und Unterricht getrennt würden, dann würde das ja mindestens zwei oder drei oder vier weitere Bezugspersonen bedingen, dass die einen Betreuungsfachpersonen würden sich um die Betreuung der Kinder kümmern, während sich die Lehrerinnen und Lehrer ums Lernen kümmern würden. Und das wäre eine Überforderung in Bezug auf die Beziehungsgestaltung. Also es wäre dann sinnvoller, wie weniger Personen zu haben, die sich ganzheitlicher vielleicht um Kinder kümmern würden. In meinem Verständnis, wenn man das auch über die ganze Schulzeit anschaut, denke ich, ist es ein Problem, das sich lösen ließe. Ich denke schon, dass Kinder Ansprechpersonen brauchen, die wirklich auch mehr Zeit mit ihnen verbringen. Aber zu dieser Betreuung gehört vielleicht auch dazu, sich zu überlegen, wann findet denn das Lernen statt? Also mir würde vorschweben, es gibt einen Ort, wo Kinder am Morgen hin können, bis irgendwann am Nachmittag oder Abend. Und in dieser Zeit, die sie dort verbringen, lernen sie natürlich auch. Aber die Lernangebote kommen nicht in diesem Betreuungssetting, entstehen nicht da, sondern die kommen von der Schule, von Lehrkräften. Und selbstverständlich könnten diese Betreuungspersonen dann auch die Kinder beim Lernen begleiten, aber nicht, weil es ihre Hauptaufgabe ist, sondern weil das einfach zum Tagesablauf der Kinder dazugehört. Genauso wie das Eltern auch machen. Insofern wären schon Bezugspersonen da, die vielleicht aber ihre Fürsorge fürs Kind, ihre Empathie nicht damit belasten, dass sie gleichzeitig auch Lernprozesse durchführen. Das stelle ich mir schon auch als Chance und als eine Möglichkeit vor. Ich bin aber wie immer gespannt auf eure Rückmeldungen, auf Diskussionsbeiträge und danke euch sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.